Herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe ja beim letzten Mal dieses komische Flugmonster angegriffen, was hier so ist. Und ja, wie sollen wir sagen, das war ein Totalreinfall. Ich habe nochmal nachgelesen, dass hier dieser Drache, der da hinten ist, dieser dreiköpfige, das ist wirklich Late Game, End Game, also der ist für unser Materialvorkommen im Moment nicht machbar. Oder wenn nur sehr, sehr schwer, weil er hat wohl so auch so fiese Attacken. Wenn die letzte Phase kommt, geht er ganz hoch in den Himmel und man muss dann mit Luftangriffen kämpfen und man braucht Unmengen Pfeile, Bomben und sowas. Und das haben wir ja zurzeit überhaupt nicht dabei. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir versuchen jetzt Zell das Pferd uns einfach zu holen. Und wenn wir das geschafft haben, schauen wir weiter. Also wir umgehen den Drachen jetzt mit anderen Worten. Und nach dem Intro geht's richtig los. Weil das immer nach dem Intro ist, vor dem Spiel, ne? Wo kam der denn jetzt weg? Okay, der ist ziemlich nervtötend jetzt. So, und jetzt schauen wir uns erstmal an, was ich hier gerade aufgesammelt habe. Den Boomerang, ja, ist klar. Den haben wir natürlich noch nicht fotografiert. Eishorn auch noch nicht, sehr schön. Nehmen wir einfach mal mit. Aber erstaunlich, wie viele Sachen man hier einfach hat. So, nach und nach mal ein bisschen Grillwild einsammeln. Das ist natürlich der Nachteil. Wenn ich die Viecher so erlege, dann habe ich natürlich keine Chance, die anschließend zu grillen. Okay, wo auch immer dieser Bernstein hergekommen ist. Wo ist der Flugdrache? Da vorne, okay. So, sie haben ja gesagt, Zeldas goldenes Pferd ist im Norden. Dann werden wir jetzt den Drachen umgehen und einfach mal hier oben im Norden ein bisschen suchen gehen. Und dann werden wir auch irgendwas finden. Da gehe ich fest von aus. Einfach mal zwischendurch ein paar Gegner platt machen. Ja.
Damit wir am Material kommen, ne? Gerettet. So, den haben wir hier gerettet. So, guck mal, da hat Junomo doch hier uns richtig weitergeholfen. Oh, hi, du bist. So trifft man sich also wieder. Ich bin immer noch dabei, diese Geoglyphen zu erforschen, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind. Du erinnerst dich garantiert an mich. Die Geoglyphe hier ist abgehakt, aber soll ich jetzt weiterreisen oder lieber das Geheimnis der Drachen untersuchen? Hast du gewusst, dass es bei uns in Hyrule Drachen geben soll, die man sonst nur aus den Legenden kennt? Viele Leute erzählen, dass sie einen gesehen haben und als kleines Kind hatte ich wohl auch mal das Glück. Unglaublich was, ich bin eine Drachenseherin. Du bist dann vielleicht irgendwann ein Drachentöter, aber ich bin eine Drachenseherin. Tja, leider kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber das war bestimmt spektakulär. Es war unglaublich riesig und... Ach ja, was erzähle ich denn da? Meist heißt es, dass die Drachen im Flug gesichtet wurden. Darum muss man wohl hoch oben nach ihnen Ausschau halten. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Dann guck mal immer schön in Richtung Himmel, klar? Mehr kann ich dazu nicht sagen, also vielleicht bis bald mal wieder. Ja, und sie hat recht. Ich habe auch schon Drachen im Himmel gesehen. Diese flügellosen Drachen, ne? Habe ich das Frostkraut schon fotografiert? Nein. Was blinkt hier denn noch? Interessant, dass hier Bernstein drin liegt. Oh, kein Wunder. Sehr schön. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Ey, hier kann man total einfach Edelsteine farmen. Wieder den kleinen Schild nehmen hier. Der muss reichen. So, irgendwo hier. Das Schild ist schon repariert. Da sind Libellen. Irgendwo hier müsste das Pferd doch rumrennen eigentlich. Gucken wir mal. Das sieht da hinten verdächtig aus, die Schneebälle. Ausflügler, hey, geschafft. So. Haben wir auch, da ist ein Wolf. Dienen wir uns erstmal ganz kräftig an diesen
Frostfrüchten hier. Ich nehme mich das nächste Mal gegen irgendeinen Gegner kämpfe, kann man damit die garantiert super einfrieren. Ah, ich habe das Pferd gesehen. Da ist es. Ups. Da hinten in der Richtung auf alle Fälle. Mann, sind hier viele. Ah, Frostlibelle. Haben wir hier noch eine? Die muss ich auch noch fotografieren. Ja, da ist noch eine. So, die haben wir auch. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich mich zu schnell bewegt. Schade. So, aber nichtsdestotrotz, da haben wir das goldene Pferd. Und das ist garantiert Zell, das Pferd, hä? Ich glaube, ich brauche extra Ausdauer gleich. So, jetzt kommt erstmal das Wichtigste. Ich muss besser schleichen können. Ich hätte die Hose doch ausrüsten sollen. Zweimal mehr. Okay, aber der Wolf ist erstmal weg. So. Lernfähig. Kann ich das... Ah, guck mal hier, man kann das goldene Pferd auch... Kann das goldene Pferd auch fotografieren? Wer hätte das gedacht? So, Foto ausgetauscht. Hoffe mal, ich komme dran und habe auch eine Chance, ihn zu zähmen. Das dürfte nicht einfach werden. Aber wir will schon goldenes Pferd haben. Ah, lauf doch mal im entscheidenden Moment weg.
Wo ist denn jetzt die Medizin? Hier, okay. Mal gucken, wie viele wir davon noch brauchen. Okay, das ging so gerade eben gut. Hey, wir haben das goldene Pferd. So, jetzt muss ich das Pferd nur noch zurückbringen, ohne von diesem Monster angegriffen zu werden. Da ist der Drache, okay. Also ich finde das Pferd ziemlich schnell. Mir gar nicht so bewusst. Ist Snowflake genauso schnell? Kommt mir gerade hier deutlich schneller vor. So, dann wollen wir mal gucken, was unser Reporter hier zu sagen hat. Und natürlich speichern wir einmal kurz. Nun brat mir doch einer einen Storch. Sieh sich das einer an. Da ist ja der Streuner. Mann, wo kommt der denn auf einmal her? Das gibt's doch gar nicht. Kein Zweifel, das ist das goldene Pferd der Prinzessin, das ausgebüxt ist. Aber wo kommt es jetzt auf einmal her? Das geht doch gar nicht. Ach, wie schön, dass du es gefunden hast. Ich war schon ganz krank vor Sorgen. Und es war wirklich bis zu dieser Glyphe gelaufen, so weit weg. Wie hast du es an dem Drachen vorbeigeschafft? Das geht doch gar nicht. Na, so eine Überraschung. Wie hast du... Obwohl... Ha, Kollege, versuchst du etwa mir die Schau zu stehlen? Du lässt mich als Top-Reporter ganz schön flügellamm aussehen. Du hast mir schon wieder die Show gestohlen, weißt du das? Aha, war nur Spaß. Ich krieg die Story und du machst die Arbeit. Das ist so richtig fair. Ich schreibe die super Artikel und du besorgst mir die Story. Ist geil. Immerhin liefern wir deine Heldentaten neuen Stoff für meinen Artikel. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und du wirst mich zum Star-Reporter machen. Und wie mir scheint, hat das Pferd bereits einen Narren an dir gefressen. Umso besser. Dann kannst du es deiner Freundin Zelda ja irgendwann zurückgeben. Das kann man wohl sagen, aber seit wann ist Zelda die Freundin von Link? Ich dachte, er ist ihr Wächter oder ihr Soldat, hä? Na, hab ich was verpasst? Naja, wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dieses Geldchen gern in deine Obhut geben. Würdest du dich um das Pferd kümmern? Ich habe nur Angst, dass es mir wieder entkommt. Prinzessin Zelda hatte mich auch schon darum gebeten, jemanden zu finden, der gut für dieses Pferd sorgt. Ach ja, und wer wäre da besser geeignet als Link? Und wenn es mit einem Reisenden wie dir ganz Hyrule durchstreift, wer weiß, was noch alles möglich ist. Nun, dann findet es vielleicht sogar eines Tages seinen Weg zur Prinzessin Zelda zurück. Wäre das nicht famos und toll? Denk nicht lange darüber nach, Kollege. Betrachte es einfach als kleinen Gefallen für das Pferd und nimm es mit. Einem geschenkten Gaul und so, weißt du, schaut man nicht ins Maul und... Wer weiß, ein goldenes Pferd hat nicht jeder. Ah, bevor ich es vergesse, eine Kleinigkeit hätte ich da noch für dich. Königssaumzeug. Dieses Saumzeug hat eine lange Tradition in der königlichen Familie von Hyrule. Die Goldornamente heben die hervorragende Verarbeitung noch zusätzlich hervor. Ja, bitte nimm das auch noch. Und der Königssattel. Prinzessin Zelda hat bei uns Sattel und Saumzeug für dieses Pferd hinterlegt.
Es ist schon daran gewöhnt, also kannst du ihm beides ruhig anlegen. Du magst vielleicht noch ein Neuling auf dem Gebiet sein, aber der Journalismus scheint dir wirklich im Blut zu liegen. Warte nur ab, was ich für einen fulminanten Artikel schreibe. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass ich 6 Finger habe? Anstatt nur 5? 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6. Dank deiner Mithilfe werde ich einen Spitzenartikel zu Papier bringen. Der Pulitzerpreis gehört mir. Juhu. So, Kollege, damit sind wir nun 2 Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier, für dich, Nesthäkchen. Violetta Rubin. Das ist aber noch nicht alles. Klettis hätte auch noch etwas für dich. Kleeblatt-Kurierstoff. Oh, schön. Ein Parasegel. In der Färberei von Hateno, du weißt schon, in Nekluda, arbeiten sie jetzt wohl auch mit Stoffen. Du hast bestimmt schon die eine oder andere Idee, was du damit anfangen kannst, oder? Ich vertraue auf dich. Jedenfalls schreib dieses Präsent in fettgedruckten Großbuchstaben. Jetzt bist du vollwertiges Teil des Kleeblatt-Kuriers. Boah, das hätte Klettis auch ein bisschen direkter zum Ausdruck bringen können. Meine Güte, nee. Kein Wunder, dass die Abzahlzahlen sinken bei solchem Ausdruck in der Zeitung. Also noch einmal, Kollege. Mein allerherzliches Willkommen in unserer Mitte als vollwertiger Reporter. Also dann, nichts wie zurück ins Büro und frisch ans Werk. Mach's gut, Kollege, man sieht sich. Und jetzt... Abflug! Reihe 2, 1, ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Super Pain mit der Mega-Story. Er hat gar kein rotes Cape getragen. Oder? Müsste der nicht noch ein rotes Cape tragen? Ein bisschen ungestüm, der Gute hier, ha? Oh, aber das ist doch das goldene Pferd, um das sich Prinzessin Zelda so liebevoll gekümmert hat. Ich bin damit vertraut. Ja, ich möchte es registrieren. Oh, tut mir leid. Mehr Pferde können wir für dich leider nicht registrieren, Link. Um ein weiteres Pferd zu registrieren, müsstest du zuerst ein anderes freilassen. Aber gerne doch. So, dann wird wohl Firsty dran glauben müssen. Also das sind ja meine aus dem Alten. Hier Blitz. Der wird auch noch entlassen. Surprise war aus dem alten Spiel. Donner war auf alle Fälle. Red Fury bleibt auf alle Fälle. Snowflake, mein... Ja, Tempo, da haben wir es doch. Die anderen sind schneller, ne? Ja, und Firsty wäre ein superschnelles Pferd. Aber keine Stärke. Und das ist das erste Pferd, was ich hier neu gefangen habe. Und der geht jetzt. Schade. Ja, ich lasse es frei. Ich verstehe. Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen. Aber ich versichere dir, dass sich die Pferdefreunde sehr gut um dieses Pferd kümmern werden. Gut, dann trage ich das neue Pferd im Register ein. Überprüfe noch einmal das einzutragende Pferd. Okay, Stärke 4. Tempo 4 ist schneller wie das andere, ja. Snowflake ist langsamer. Ausdauer deutlich weniger. Zugkraft, naja. Temperament ruhig. Zuneigung maximal. Jawohl. Wunderbar. Für die Registrierung eines Pferdes, ja, 20 ist in Ordnung. Danke, danke. Da du ein neues Pferd registriert hast, erhältst du einen Stallpunkt. Ein Treuepreis wartet auf dich. Oh, du hast ja schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du sie für eine Prämie einlösen möchtest, sprich mich doch über das Stallmitgliederbuch an. So, also. Da bleibt nur ein Name. Den müssen wir Goldi nennen. Ja, er heißt Goldi. Okay, dann nehmen wir jetzt mal das Pferd mit. Und wir werden...
Okay, aber ich kann den Sattel austauschen. Ausrüstung tauschen. Natürlich nehmen wir den Königssattel. Ja, und das Saumzeug wird auch das Königssaumzeug. Sehr schön, wir haben eigentlich das Pferd jetzt richtig schön angepasst. Wie ich hörte, sucht der Spätpostenforscher, da es eine bahnbrechende neue Entdeckung gab. Aber mit mir hat das wohl wenig zu tun. So. Schickes Pferd. Und jetzt holen wir uns noch die Prämie ab. Das sollte in der Folge noch klappen. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Als Prämie für 10 Stallpunkte kannst du nun ein zusätzliches Pferd registrieren. Na, schade. Schade um Firsty. Wenn du also ein schönes Wildpferd gezähmt hast, zögere nicht, es zu registrieren. Gut, dann kommt Reisesattel und Reisezaumzeug. Alles klar. Na gut, ich würde mal sagen, damit haben wir in der Folge wieder was geschafft. Wir haben Zell das Pferd zurückerobert und haben jetzt auch ein schnelles Reisepferd. Wobei mir natürlich Snowflake zum Ziehen von Wagen immer noch lieber ist. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, schaut wieder rein und wir sehen uns in der nächsten Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Danke, dass ihr da wart. Ciao, ciao.